White Russian. Reine Jauche muss durch einen tiefen Stein. Was sagt uns das? Das sagt uns A, dass Werbung halt doch irgendwie beeinflussend ist. Und das sagt uns B, noch viel wichtiger, dass es heute dann runtergeht. Eine Etage. Ne? Und das ist da. Man kann sich's vielleicht vorstellen, aus naheliegenden Gründen kann man wieder ein paar Hinweise in Richtung von Code erwarten. Es ging halt nicht anders. Weil auch meine Leute halt einfach viel zu sehr davon geprägt sind, dass immer alle Runner durch die Kanalisation rennen. Kann man nichts machen. Das werden sie heute also tun. Und dann werden wir damit auch diese ganze Episode zum Abschluss bringen. Viel Spaß und bleibt geil. White Russian durch dick und dünn Darm. So, jetzt kommen wir direkt total wieder. Total toll. Der war nicht toll, der musste raus. Das hat sich Hermann auch Darm gedacht. Mhm. Ja, so. Hallo. Nee, ich verstehe das. Raus. Ich verstehe das. Das kann man auch nicht, weißt du. Solange in sich behalten. Und ich werde mir einfach vorstellen, ich mache das Intro zu der Folge dann irgendwann und dann werde ich einfach sagen, du hattest es als Buttplug und wenn du später was anderes behauptest, dann ist mir das egal. In meinem Kopf ist es richtig gestellt. Das war so klar. Ja, ne? So, Ich werde hier schikaniert. Sie. Also ihr, euer Plan ist der folgende. Ihr zieht euch schick an. Na klar. Ihr klebt die Sachen aufs Auto und färbt es um. Ihr nehmt ein Werkzeugkästchen mit. Ein Taschenlämpchen. Mehr als eins. Eine Wünschelrute. Falls ihr nicht wisst, wo das Wasser ist. Was nehmt ihr denn? Was ist denn noch so? Erzählt mal was. Eine sehr lange Drahtschnur. Also einen sehr langen Draht, den ich an mir befestigen kann, damit ich zurückfinde. Das Wollknäuel für das Labyrinth, ich verstehe. Nee, kein Wollknäuel, denn das kann man zu leicht kaputt machen. Das war auch nur die, weißt du? Ja, bei dir weiß man nie. Ja, okay, Draht. Und ein Backup dafür, quasi im Sinne von irgendwas Farbe, ultravioletter Farbe. Genau. Ich würde gerne eine Automapping-Software mitnehmen. Was für ein Ding? Das gefällt mir. Eine Automapping-Software. Die zeichnet auf, was ich sehe und erstellt dadurch eine Karte. Wo hast du das her? Gibt's das tatsächlich in Shadowrun? Keine Ahnung, ob es das gibt, aber ich stelle es mir vor, dass es das gibt. Ich finde das super, wenn es das geben würde. Ich glaube, dass es sowas gibt, ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, aber ich fürchte, da brauchst du Lasermikrofone, Laserkameras, damit irgendwie das 3D-mäßig sinnvoll wird. Du meinst Laserentfernungsmessgeräte? Zum Beispiel. So wie die an meinem Smartgerät. Die sind nicht teuer. Und Laserentfernungsmesser sind an dem Smartlink bei. Das ist richtig. So, was könnte ich mir noch vorstellen, was sinnvoll wäre? Jojo könnte so ein Ding bauen, ein 3D-Mapper. Die Software. Wie viel kostet Mapsoft so circa? Weiß das jemand? Nix. Die kosten wirklich kaum pro Stufe oder sowas. Okay. Ja. Okay, die Software kriegst du für geschenkt, so 40 Millionen würde das sein, und dann kann Jojo das bauen. Das ist tatsächlich möglich, dass man das baut. Du brauchst vermutlich so 4-5 Laserentfernungsgeräte und Kameras dran, damit du das irgendwie 3D-mäßig sinnvoll hinkriegst, und du musst es irgendwie halt in der Hand halten oder an der Brust stecken oder was. Das kommt auf den Kopf als Stirnband. Oder auf den Kopf als Stirnband. Du kriegst eine Grubenlampe und stattdessen dieses Ding. Ja. Na, Helme habt ihr schon im Kit dabei, weil, ne? Ja, so kommt so als Stirnband quasi da auf dem Helm. Schöner gelber Helm. Nee, das ist klug. Gefällt mir. Könnt ihr machen. Juhu! Gut, schreibst du dir das auf in dein Inventar, dass du so ein Ding hast? Ja, warte. 3D-Mapper. Mit Doppel-B. Also, ne, dann scheiß was drauf. Wir haben unsere eigene Karte. Das ist ganz praktisch, wenn wir da auch öfter mal rein müssen, quasi. Also jetzt nicht nur einmal rein müssen, sondern eventuell nochmal ein zweites Mal, weil wir irgendeinen Scheiß gebaut haben. Mhm. Dann wissen wir schon gleich direkt, wo lang, weil Karte und so. Das ist für alles eigentlich gut, wenn wir in irgendeinem unbekannten Gedingsbums sind. Ja, das Ding ist jetzt natürlich ausgelegt von Software und von dem ganzen, ne, für so höhlenartige Sachen. Das ist richtig, die aber... Gebäude. Zum Beispiel, oder wir können einfach irgendwann mal,
Also entweder wir tarnen es irgendwann mal ganz besonders toll und können es in einem Gebäude verwenden, um Gebäudepläne zu kriegen und zu verticken. Oder wir fangen einfach irgendwann mal an, Kanalisationspläne zu verticken. Ja, du hast es schon umsonst bekommen, weil es ist schon auffällig, ne? Ich In dem weiß Gebäude es müsstest doch. du vielleicht noch mal ein paar Angriffe tätigen. Ich muss mir dringend eine Teufelsratte zähmen, die damit durch die Kanalisation rennt. Oh ja, bitte. Beschwöre den Geist und lass den das machen. Nein. Der Geister ist haben aber so eine ganz schneller. komische Vorstellung von Wegen. Ja, allerdings. Zack, Du durch die Wand. glaubst da Zack, durch nicht die allen Wand. Ernstes, dass ich dafür einen Geist rufe? Bist du bescheuert? Dafür sind Geisterdiener doch da. Ich? Siehst du dich noch? Ich sag dir doch auch nicht, hier, nimm mal und geh mal. Also, es ist eigentlich saugefährlich, was du da machst, aber ist ja egal. Mach halt. Geister sind total stark, das ist doch gar nicht so gefährlich für die. Darum geht's nicht. Und sie sind schnell, also von daher ist es auch nicht mal ein weiter Darum Weg. geht's nicht. Allein der Punkt, dass sie hier sind, ist schon nicht ungefährlich. Ich ruf doch nicht wegen solchen Lappalien, bitte ich doch nicht um Hilfe, bist du blöde? Also wenn es Stimmt. was Wichtiges ist, okay, aber das ist doch nichts Wichtiges. Da zähme ich mir lieber eine scheiß Teufelsratte. Ja, ganz offen, du hast recht. Sonst werden die noch vielleicht verärgert oder sowas und dann musst du dahin. Richtig. Nee, nee, nicht gut. Das wollen wir nicht riskieren. So, deswegen machen wir das nicht. Ach Gott, mir steht hier so Uniform einfach viel zu gut. Rennst du auch so gerne im Blaumann durch die Gegend? Ich finde das klasse. Ja, nee, also mir ist Tarnfleck doch lieber. Warum? Wird man weniger schnell gesehen. Ja, aber sie sind gemütlich und witzig. Das betont ihre Hühnerbrust. Nicht. Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Du hast einen Helm auf, alles safe. Sie ist eine Also, böse Magierin. sie haut ihn nicht von oben auf den Kopf. Richtig. Da war was. Das ist das Gefährliche dabei. Unabhängig vom 3D-Mapper. Ja, ich brauche noch was, um die Brauchen eine Ratten ganze zu Liste. dingsen. Also, ich weiß, dass letztes Mal waren die Teufelsratten sind zwar einigermaßen freundlich zu mir, aber Hey, die lieben dich doch. ja, aber letztes Mal war noch irgendwas anderes da unten drin, was nicht so geil war. Die normalen Ratten sind im Regelfall, naja, haben die schon eher Angst, aber trotzdem ist es immer noch gut. Und wie gesagt, letztes Mal war irgendwas da in der Kanalisation, was nicht so nett war, deswegen, also irgendwas sollte man sich dann doch mitnehmen. Zum Ja, wie Beispiel? auffällig ist da eine MP runterzunehmen? Wahrscheinlich sehr, oder? Dann sollte ich wahrscheinlich auch Ja, es ist Pistolen auch mitnehmen. sehr laut, also es wäre alles sehr laut, wenn man da wirklich schießen müsste. Das wäre Schalldämpfer, echt da sagst du doof. doch Ja, was. ich weiß, Dürften aber euch trotzdem die Ohren abfliegen. Ja, geht. ich möchte mir bitte Ohrstöpsel basteln, die das oder nicht basteln, aber ich möchte irgendwas haben, was das abfedert. Ohrstöpsel mit Dämpfern. Ja. Guckst du nach, wie viel die kosten, kannst du Teuer. kaufen. Ich möchte meine Remington Room Sweeper mit Flash-Head-Munition befüllen und mitnehmen. Sehr gut. Finde ich auch. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viel Munition die haben kann. Naja. Acht, glaube ich. Acht nur! Bin mir relativ sicher. Und das ist ein Frag internes nicht. Magazin, da ist nicht viel. Das ist richtig. Also, ich nehme Pistole und Schalldämpfer und Unterarmschlappklingen. Ich brauche eigentlich auch mal eine Schrotflinte für solche Situationen. Ne, das ist ein gutes C-Gebiet. Da will ich eigentlich nicht mit der Schrote rumrennen. Deswegen habe ich sie nicht mitgenommen. Ansonsten Ja. nehme ich meine Schroti mit so oft ich kann, aber das ist dumm. Aber gerade so als Kanalarbeiter mit einer Schrote runtergehen bei den großen Ratten ist schon ganz schlau eigentlich. Wie sind denn normale Kanalarbeiter bewaffnet, wenn die da runtergehen? Weil die gehen da mit Sicherheit nicht ohne Schutz runter, oder? Mach doch mal eine Erinnerungsprobe. Ich? Beide. Ich habe fotografisches Gedächtnis. Ich weiß. Es gibt mir, Ich glaube habe ich, dir das oft plus. genug gesagt. Es gibt mir, glaube ich, plus zwei. Ja, auch Und das du habe ich hast ja. mir Hey. gesagt, dass sie Flashhead-Munition dabei haben. Das war Wir haben Intuition eine und Knarre Willenskraft mit oder was war das? Flashhead-Munition dabei, hast du mir mal gesagt. Nicht? Ja. Ich meine mich so zu erinnern, Hätte ich jetzt auch gesagt, weil das naja. sinnvoll ist. Na, auf jeden Fall ist das sinnvoll. Deswegen will ich ja die Remington mit Flashhead-Munition mitnehmen.
Nee, dann braucht doch nicht würfeln. Sowas werden sie auf jeden Fall dabei haben. Beziehungsweise die, ja, wobei ich kann auch die Zastava mit Flechette mitnehmen, ist eigentlich egal, oder? Nee, für die habe ich kein Flechette. Eine Zastava mit Flechette, du machst dir das alles ein bisschen einfach. Ja. Gott hat dir doch diese Remington geschenkt, damit du da Flechette reinmachen kannst. Ja, natürlich, deswegen ja. Deswegen will ich es ja mitnehmen. Na, siehst du. Also Pistolen mit Flash ist schon öfter dabei, was Größeres eigentlich nur und dann auch zu mehreren, wenn sie in einem abgefuckteren C-Gebiet da reingehen oder wenn da Ghoul-Gefahr ist oder beides oder so. Was ja dort nicht der Fall ist. Hoffentlich. Deswegen Remington und ein paar Ersatzpatronen. Ja, ich bin halt mit meiner normalen Pistole. Und eigentlich... der Joystick natürlich. Und normale Pistole, Unterarm, Schnappkling und was war das letzte? Sauerkirschen. Sauerkirschen ist super. Nee, also Unterarmschnappkling, Pistole und natürlich die gepanzerte, den gepanzerten Overall quasi, ne? Nicht wahr? Spielleiter. Ich denke, damit bin ich eigentlich ganz gut. Ich bin ja selbst auch noch eine Waffe. Wenn du das immer sagst, das tut immer so weh. Ja. Es stimmt ja, aber es klingt so... Es klingt echt scheiße. Es klingt ja. Echt Mikropenis. Ja, richtig. Jetzt habe ich wieder dieses Bild vor Augen. Ja, mich auch. Weißt du, manche Dinge brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Wie dieses Bild. In Verbindung mit dieser Aussage. Naja, das ist, hat er quasi auch nicht mehr. Also die Zeit hat da auch nicht viel geholfen anscheinend. Auf jeden Fall. Das wird noch. Spielleiter, ich möchte bitte beantragen, dass ich eine Grubenlampe habe. Also etwas, was ich auf dem Kopf, auf dem Helm tragen kann als Taschenlampe. Klar, so eine scheiß Grubenlampe. Okay, ich möchte sie nur nicht in der Hand halten müssen. Brauche ja Platz fürs Werkzeug. Ich habe eine Infrarot-Taschenlampe, das ist gut. Hast du Infrarotlicht? Nein. Hast du eine Brille mit? Hast du keine Infrarotsicht? Nicht mal in irgendeiner deiner 1000 Brillen? Nö. Glaube nicht, guck nochmal nach, aber ich, nein. Ich kann euch nicht noch auf den Run schicken, wenn nicht alle irgendwie, also... Nö, hab ich nicht. Witzig. Kauf dich das. Das war teuer. Nein? Na, bei ihrem jetzigen Geldstand ist es sogar teuer. Ich hab nicht so viel Kohle. Ich auch nicht. Bei dir ist nicht so viel Kohle? 10.000. Gut. Ich hab nicht so viel Kohle, ich habe einen Bruchteil davon. Also ich habe auch keine 10.000 mehr, es tut mir leid, ich bin schon unter meinem Polster. Spielt auch keine Rolle, ist auch nicht schlimm. Infrarot, muss ich jetzt echt aufstehen und gucken. Ja, mach ich jetzt kurz, bin ganz kurz weg. Ich hätte es auch als PDF nachgucken können, aber... Wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Aber... Immer alles selber machen wollen und dann nicht gebacken kriegen. Schrecklich. Mm. Das ist richtig. Und dann wollen sie wieder trotzdem, dass du dich um ihre Orgasmen kümmerst. Da hab ich doch wohl ja nichts damit zu tun. Und die stellen immer Anforderungen so von wegen noch weiter und noch mehr und hast nicht gesehen. Und jetzt irgendwas so mit der Hand. So anstrengend, ey. Jetzt such mal den Mann im Boot, weißt du? Nee, ich will den ja nicht suchen. Nee, eben. Rin raus. Ist man fertig, so gut. Weißt du, ich finde es so schön, dass du mich verstehst. Ja, Mann. Viele Männer behaupten immer, nee, da muss schon... Nein, fertig. Du. Es geht doch darum, dass man selber auch mal Spaß hat am Leben. Man hat doch schon genug Unbillen. Außerdem ruft man dann Erster und dann genau. Ne, kann man auch wieder gehen. Bis zum nächsten Mal, meine. Ach, das... Kannst jetzt mal langsam kochen? Ich hab Hunger. Das Essen steht ja immer noch nicht auf dem Tisch. Echt, kann nicht sein. Ja, war so witzig auf dem Festival. Komme ich da quasi an eine Menschentraube, guck da so durch die Menschen, wie man das halt so macht, man will ja wissen, was da so ne, in der Mitte abgeht. Vögel, da zwei mitten auf dem Feld. Ja, alle, da stehen so knappe 50 Mann rum oder so. Und alle jubeln, so, hey, 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 ne? Wie man das halt so macht. Irgendjemand rennt noch rüber, drückt dir noch ein Bier in der Hand. Ne, dem die haben es verstanden. Geil. Ja, ne, der hat sich auch echt bedankt. Die Kleine kriegt einen Lachflash währenddessen. Und dann der trinkt einen Schluck, schreit Erster und steht auf und geht. Das Schöne ist,
Was? Das musst du dir Und beim wirklich alle Kampf. am Jubeln. Ja, na klar ist man am Jubeln. Und das Schöne ist auch, ich wurde in meiner Schulzeit hatte ich einen Sitznachbarn, der mir immer Porno-Rap vorgesungen hat. Und ich weiß manche Dinge leider Porno-Rap. immer noch. Und da gibt's diese Textstelle, also sie fickt mit mir, nee, sie trinkt Bier und dabei fickt sie mit mir. Das fiel mir gerade ein. Ich finde das insgesamt eine sehr solide Sache. Ich kann mir das auch richtig vorstellen. Oh, die alte hört sich gut an, ne? Also solider Bruch quasi. Ah, wunderbar. So, Flummi, hast du jetzt langsam mal nachgeguckt? Ja. Sie? 500, ist echt teuer. Das ist teuer. Bin mir nicht sicher, ob ich das gerade will. Die Frage ist, hast du eine Restlichttaschenlampe, Kaban? Ich prüfe. Nö, wieso? Da können ja auch andere Leute sehen. Aber ich könnte mir eine kaufen. Ja, ich glaube, die kosten ja auch nur so 150 oder sowas, ne? Möglich. Ja. Das kann ja immerhin noch nicht ganz jeder sehen und trotzdem könnt ihr es sehen. Das hat ja schon mal. Du meinst also, ich sollte mal das Geld für die scheiß Infrarot-Dingens ausgeben? Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ich nehme übrigens auch meine Atemschutzmaske und meine Kletterausrüstung mit, nicht wahr? Und mein Survival-Kit nur für den Fall, dass wir irgendwie wieder in irgendwelchen komischen Singern übernachten müssen. Okay. Und so ein Survival-Kit ist ja nicht so allzu teuer groß. Das passt ziemlich genau halt in das, was ihr sowieso tragen müsst. Da du kein Werkzeug hast, hast du wenigstens irgendwas in der Hand. Und vor allem Kletterausrüstung. Ganz wichtig. Ja, mitmachen wir uns nämlich fest aneinander und wenn einer fällt in die Blöre, dann kann der andere ihn rausziehen, nachdem er sich fertig gelacht hat. Ich dachte erst, das war eine Anspielung auf hier, ne? Weiß schon, Boondock Saints, wie heißt es gleich? Blutiger Pfad Ja. Gottes. Gut, okay, gut, dann habe Auch ich das das. begriffen. Okay, gut. Ich wusste nicht genau, was du mit der Kletterausrüstung Unten meinst. kommen die Armeen von Ghulen und Ratten rum und du hängst am Seil und drehst es und schmetterst nur die Kugeln um dich herum, keiner am Deck. Alle acht. Ja. Aber dafür spritzt es auch schön. Richtig. Was kostet mich denn die Taschenlampe? 150. Alter, jetzt bin ich schon quasi fast 300 unter Soll. Ich Was ist da los? glaube, Flumi hat gerade so 800 auf Patte. Nee, sie hat schon mehr, sie hat 2000 auf Patte. Ach so, da holt die rum. Ziemlich. Gut, habt ihr noch irgendwas Kluges? Bin am Überlegen, ob ich Gibt es diese. irgendwas, das Ratten partout nicht ausstehen können? Irgendein Geräusch? Hattest du nicht Ratten als Haustiere? Was Ja. können Ratten denn partout nicht ausstehen? Da die in der Kanalisation leben, würde ich als erstes sagen, helles Licht. Licht. Gut. Da kann ich doch mein Flying Eye mitnehmen. Ja. Das klingt sogar ziemlich geil. Hat Flashbacks und so weiter. Stimmt, beim letzten Mal haben wir auch Flashbangs benutzt. Bis übelst lange, ja, keine Ahnung. Bestimmt. Davon haben Das wir ist noch ein welche. fliegendes, das ist ein fliegendes Flashback, was hinter mir herlaufen kann. Und es ist von Horizon und damit funktioniert das auch. Eben. Ist das von Horizon? Das kommt nicht mit. Das Ding ist super. Das ist von Horizon. Ja, deswegen ist es ja super. Verstehst du denn die Sachlage nicht? Die zeichnen alles auf. Ja, aber das kann man bestimmt unterbinden, oder? Ja, na klar, hast du doch schon längst gemacht. Sehr gut. Wenn du Ich Ausrüstung wusste hast, dann ist das. sie doch erstmal safe. Na klar, Dilly. Hast du nicht? Lass mir das nur mal angucken, wenn er so redet. Ich kenne den. Ja, Ja, guck dir aber das du mal hörst an. den Spielleiter in-game nicht sprechen. Abgesehen davon, eure Comlinks und eure Betriebssysteme machen doch genau das Gleiche. Tut doch nicht. Jetzt tu nicht so, als wüsstest du, was irgendein Konzern über dich weiß. Natürlich nicht. Ich wollte nur ein bisschen Paranoia schieben, weil das einfach reinpasst bei Horizon. Soweit ich weiß, kam auch kein komischer, pferdefressiger NSC auf Kaban zu und sagte: Dude, wir müssen mal reden, aber bei dir war das schon der Fall. Bäm! Ich weiß. So. Ich hasse dich. Verständlich. Ihr habt also jetzt endgültig die perfekte Ausrüstung. Mit dem Horizon Flying Eye kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Natürlich nicht. Gut, So. auf geht's. Wo wir dann gerade wieder bei dem Zeug wären, was wir eigentlich durch die Kanalisation schicken können, um Karten zu produzieren. Drohnen. Kommen wir natürlich nicht drauf. Wir dressieren entweder Ratten oder schicken Geister. Ist jetzt so naheliegend.
Ach, selber laufen ist schon besser, weil die Drohne, die musst du ja fernsteuern, weil so gut war der Pilot, glaube ich, nicht, oder? Nee, es geht ja darum, dass du dir irgendwann mal so ein Ding Ach so, einfach, das meinst du. dass du dir quasi so eine wirkliche Wartungsdrohne mal klaust, die dann irgendwie die Gänge abfährt, um zu prüfen, ob irgendwo Verstopfungen sind. Das machen die nämlich auch ganz oft. Da musst du aber einen richtig guten Piloten haben. Also, da musst du ja schon Pilot eine 3. richtige. Nee, die Ja. musst du ja nicht selber haben, sondern du musst dir einfach eine von der Stadt klauen, die das macht. Und die dann, das machen die ja heute schon, dass die mit Drohnen da durchfahren, um zu prüfen, ob die Dinger verstopft sind. Das ist wahr. Da musst du nur noch die Punkte rausfinden, wo die wieder Datentransfer leisten können. Ja, das ist eine Möglichkeit. Kann man machen. Irgendwann mal. Sehe ich ohne Billy zwar jetzt noch nicht kommen, aber Ich irgendwann auch mal. nicht, aber irgendwann In mal. einer fernen Zukunft. So, nächste Woche. Demnächst. Wir haben unser Geschäftsfeld verlagert. Demnächst bei White Russian. So, die Drohne fährt Gang 4. Und Habt ihr was ist da? aufgezeichnet? Nur Scheiße. Alles Scheiße. Geil. Kartfotos! Schon wieder? Gott, sind wir schon wieder in der Nähe der Abtreibungsklinik? Evo, Das ist das schon Leben verändern. die dritte diese Woche. Ich Ach glaube, wir nee. bewegen uns im Kreis. Evo, das Leben beenden. Evo, wir lieben das Leben. Das ist auch Nein, die gut. würden daraus irgendeine Gesichtscreme machen. Ja, warum denn nicht? Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, heute wird Gesichtscreme aus Plazenta gemacht und wenn du halt Gesichtscreme aus dem anderen Teil machst, der da im Mutterbauch wächst, ist doch, Noch ne? mehr Stammzellen. Yay. Die helfen im Gesicht, habe ich gehört. Gegen Pickel. Nee, Ja, wo so. ging denn Hier sonst? kannst du jemanden mit einem Mikropenis einsetzen. Vielleicht bringt dir das noch was. Vielleicht wächst da noch was. Die sind auf den Bildern aber noch nicht steif, oder? Das wär dann so, Ich weiß gar nicht, ob die das können. also ich glaube, manche davon nicht. Ach so, Alex, Alexia, du weißt Bescheid. Wikipedia Mikropenis. Interessante Artikel von oben nach unten durchscrollen, zumindest erstmal die Bilder angucken. Ist sehenswert, kann man machen. FSK 18. Hä? Hä? Bist du bescheuert? Seit wann ist Wikipedia FSK 18? Naja, diese Bilder schon, du. Nee, sind sie nicht. Das sind ja keine sexuellen Handlungen in Deutschland. Das ist bloß Zeigen von Geschlechtsteilen, glaube ich, nicht FSK 18. Oh, na gut. Dann habe Ich ich nichts meine, gesagt. Ist doch keine Ahnung. hast du schon mal eine Bravo geguckt? Ist die FSK 18? Ganz ehrlich, ich habe mir die Bravo nie geholt, du. Das ist doch der Fehler. Wie du Deswegen bin ich groß wahrscheinlich geworden auch so bist. uncool. Stimmt. Ich hab doch von Anfang an versaut, jetzt ohne Bravo ins Leben gestartet, dann kann natürlich nicht sein. Ohne die Bildergeschichte. Die Love Story. Ich glaube, es war nicht immer eine Love Story. Also früher war es immer die Bravo Love Story. Die Foto Love Story, Entschuldigung. Heute, also ich hatte eine relativ aktuelle jetzt, da war das Thema dieser Fotogeschichte. Warum? Hatte irgendjemand rumliegen und hallo, klar, guckst du da Natürlich, das ist schon irgendjemand. Spaßlektüre. Also, da stand drin, also als Überschrift, sie brach mir nicht nur das Herz, nee, sie stahl mir nicht nur mein Herz, sondern auch die Geldbörse. Das ist hart. Fand ich zeitgemäß. Das könnte die Beschreibung von jeder Frau sein. Ah, so. Frauen machen das subtiler. Stimmt, das nennt sich dann Ehevertrag. Die bringen euch gerne einfach dazu, dumm genug zu sein, das ganze Spielchen auch noch mitzuspielen. Hallo, die haben Brüste. Ha! Ja. Hallo, bei Brüsten und anderen weiblichen Geschlechtsorganen hört das menschliche, das männliche Gehirn auf Das sehr zu menschliche früh. Gehirn, meinst du, hört dann auf. Nein, Ja. das wenn nicht das Ich muss wie auch nur heißt dran denn gleich denken. das Boobs. Ich mag Brüste. Boobs. So. Siehst du, ich habe immer welche dabei. Beneidenswert. Ich habe das Gefühl, wir sind minimal irgendwo so, wir haben eine Abzweigung genommen. Das könnte durchaus sein. Die Mikropenisse waren einfach zu viel für uns. Verstehst du? So, also ihr fahrt da Autsch. hin. Ja. Ihr seid da. Ihr habt alles dabei. Entschuldigung. Easy. Verzieht euch in die Seitengasse.
Es wird kuschelig. Oh. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Der Squatter verzieht sich, bewirft euch mit einem abgeranzten Schuh, weil ihr habt ihn halt mit eurer Karre von dem Schlafplatz Ich vertrieben. überlege gerade ernsthaft, diesen Schuh voll mit Schnaps zu machen, ihn da zurückzuschmeißen. Ich lasse es sein. Er ist leck. Oh. Verschwendung. Richtig. Das wäre wirklich Verschwendung. So, Jojo eröffnet. Das erste Kanalarbeiterbier. Sehr Richtig. gut. Das erste Kanalarbeiterbier. Ach so, wann wollten wir das überhaupt machen? Uhrzeit wäre eigentlich was, was ich hätte fragen können. Ach so. Wann wollen wir das machen? Ist ein Kanalarbeiter arbeiten eigentlich meistens tagsüber, oder? Ja, machen wir aber so in einem Zeitraum quasi, ich würde sagen, Nachmittag, damit man quasi nicht mehr zum Mittag gestört wird oder sowas. Also, ne, das ist so zwischen Mittag, wo die Leute alle Mittagessen sind und also gerade vom Mittagessen wieder da sind. Und dann so tun, als wenn sie in den Büros arbeiten würden. Damit sind sie nämlich nicht auf der Straße. Und Feierabend, dann haben wir nämlich genug Zeit. Weil dann auf Feierabend sind die Leute wieder da. Gut. So, Voll mit Taktik und also so. Jojo eröffnet das erste Was hast du Kanalarbeiterbier. gesagt? Voll mit Taktik und so. Ach so, ja. Schlürft genüsslich. Eigentlich nur ein Schluck und den Rest hält sie Karan hin. Jupp, kommt dann weg. Quasi in den Hals. Kommt da weg, bin ich gut. So, dann macht Jojo mal Industrial Mechanics und Geschick. Ach Gott, das wird sie jetzt wieder voll versauen. Pass auf. Ein Erfolg. Trommelwirbel? Nein, es sind zwei Erfolge. Zwei Folgetag. Wie immer. Wobei ich hatte auch schon drei. Werde ich Ja, aber auch schon bin oft schon stolz auf keinen. dich. Es ist der Shit. Nee, du machst es auf. Ist auch nichts Besonderes, also zu erkennen. Hab mir es anders überlegt, da ist nichts. Ich hasse dich. Und nee, dann steigt er halt nach unten, wie sich das gehört. Es ist überwältigend läger. Weißt du, Ich das hatten wir lasse ja schon. die Drohnen ungefähr einen halben Meter vor uns herfliegen, damit ihr uns ein bisschen den Weg erleuchtet, weißt du? Ja, Kaban erkennt den Haufen von gestern wieder. Läuft. Schön in Form gepresst. Er ist durchgezogen. Ratten sind da, doch, viele. Erkennen wir Tampons? Nein, doch, klar, unendlich viele. Also, das ganze Ding ist ein aufgeblähter Tampon. Kein Fötus. Ich wiederhole, Wie gesagt, kein wir machen uns Fötus. mit der Kletterausrüstung aneinander fest, wohlgemerkt. Ich wollte es nur nochmal angesagt haben. Okay. Dann. Ein fertiges Baby. Gut. Ihr seht Teufelsratten. Wie Moses im Schilf ausgesetzt. Entschuldigung. Religion ist halt für Kacke. Ich dachte eher an das Dschungelbuch und das wird jetzt von Ratten aufgezogen. Da muss es aber eine Schildkröte, ja doch eine Schildkröte sein. Moses gefällt mir besser. Radios. Ja. Ihr begehtet den. Ich habe jetzt voll das Splinter. Danke. Natürlich. Nase, ey, super. Also wenn wir einen Splinter treffen, gehen wir einfach weiter und sagen einfach nichts. Mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Gib ihm einfach eine Käsepizza. Vierfach Käse, easy. Oder du sagst, du hast dich an Michael Bay verhurt. Aus dem Weg! So, nee, also da gibt's Teufelsratten. Da waren wir. Die sind, Ich kann auch einfach an ihm vorbeigehen und sagen, was kostet es denn nur? Das wird er nicht verstehen. Auf jeden Fall, die Teufelsratten lieben dich nicht mehr so. Wieso lieben die mich nicht mehr? Ich weiß es nicht, die kommen dir nicht hinterher wie früher, sondern Wieso die. lieben die mich nicht mehr? Hast du mal gefragt? Du nimmst mir. Warum liebt ihr mich nicht mehr? Sie bewegen sich schon so hinter euch her, aber das ist eher so, sie. Also, das sind A, viele, ne? Und B, haben diesen leicht aggressiven Bewegungs-Dings. Apparello. Spielleiter, warum hast du mir meine Teufel? Ich habe nicht viel verlangt, aber ich war immer so stolz auf meine Teufelsratten.
Und du hast sie mir weggenommen, das finde ich nicht okay. Das finde ich echt scheiße von dir. Ja, mir ist aufgefallen, dass sie einen halben Meter lang sind mit Schwanz und Nacksch und so in großer Dann Zahl passen sie sogar doch zu cool. Jojo. Und in großer Zahl sogar cool. Yep. Von daher könnte ich dir das nicht geben. Hure. Vor allem, das in großer Zahl ist ziemlich viele. Wie viel sind das denn? So über 20 Der oder hat mir eher die so über Teufelsratten 10? weggenommen. Na, das sind schon. Nee, schreib mir weiter und so, ist okay. Ich habe nicht geschrieben. Sind schon so bisher 8. Ja, große Zahl. Okay. Bisher, und die sind halt alle fast so groß wie du, weißt du noch? Ja, aber die lieben mich ja auch. Naja, eben nicht mehr so richtig. Die lieben mich. Ist da eine Ratte bei, die so aussieht, als wenn sie quasi die Oberratte Chefratte wäre? ist. Ja, genau, die Chefratte, der Splinter. Hast du Tierführung? Siehst du, ich weiß nicht, was ich mir damals kaufen wollte. Da warte ich immer noch drauf. Hat Aber. jemand Tierführung? Nein. Na dann Aber. Intuition minus 1. Aber Critter auf 1. Die sind ja gar nicht mehr so cool. Die sind ja voll erbärmlich geworden. Was ist denn da los? Ich habe keinen Erfolg. Kaban hat zwei Erfolge mit zwei Würfeln. Bäm! Ich Ich kenne die finde, ich Splinterratte. gehe einfach nach Hause. Kaban kann das alleine. Jojo ist nur im Weg. Ist schön, dass du deine Katharsis heute noch hattest. So, nee, du siehst die Chefratte. Ist vermutlich die, die so ein bisschen im Hintergrund ist und leicht mit erhobenem Haupte die anderen, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, die wird im Tacnet markiert, aber wir haben ja kein Tacnet. Verdammt! Du brauchst kein Tacnet, um jemanden ein paar Eier sinnlos zu markieren und dann weiter zu dingsen. Das geht Weiß. ohne, wir haben Bildverbindung easy. Juhu! Ja, wenn die aufmucken, sollten wir diese Ratte als erstes ausschalten, weil dann kriegen die anderen Angst. Bist du dir sicher? Ja. Funktioniert das wie so ein Wolfsrudel? Das ist die größte Ratte. Das ist die Ja, Anführerratte. und? Nicht, Ja. dass die anderen dann sauer werden oder die Ratte denen egal ist. Vielleicht hat die einfach Naja, nur mal also den größten Schwanz gehabt. wenn wir die größte Ratte, die Dann stärkste Ratte ausschalten würden. hat die Genau, dann hat. nächstgrößere den längsten Schwanz. Genau, und das ist halt so, die haben wir aber Instant auch, Win für die quasi. die haben wir Tun den quasi, Gefallen. wir haben ja quasi Willst du das? damit bewiesen quasi, dass wir die größte Ratte besiegen können, das also sind wir dann der Chef im Ring. Genau. Ich glaube nicht, Tim. Ah, das funktioniert bestimmt. Meinst du? Das ist bei Rudeltieren so. Rudeltiere, wenn du da den Chef umbringst, dann haben die anderen immer Respekt vor dir. Ach so? Geh weg, Chef. Ich stinke weniger als du. So ungefähr. Das hat sie zu der Ratte gesagt. Ach so. Ich weiß, es interessiert sie Die nicht. ist eher so milde beeindruckt. Ich würde sie jetzt nicht gerne erschießen wollen, weil das ist mit Schalldämpfer doch immer noch sehr laut. Also, So sind die Dinger aber auch gut. Ach ja, genau, ich entsinne mich. du könntest sie einfach vielleicht versuchen zu grillen. Vielleicht haben die davor Angst. Ja, ich werde jetzt ganz bestimmt anfangen, hier rumzuzaubern. Bestimmt. Ne? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich habe irgendwie immer im Kopf, dass das so viel Entzug kostet, aber das muss es ja gar nicht. Die Ratte Das muss ist ja nur gar deswegen, nicht. weil du immer so schlecht würfelst. Ja? Aber ich muss das ja schon mit einplanen. Warum habe ich eigentlich keine Lasermarkierer, sondern nur immer Smart Link? Warum bin ich eigentlich so ein cooler Typ? Dann hätte er jetzt einen roten Punkt auf die Stirn gemalt, bis sie darauf gesprungen wären. Tja, weil du ja auch nicht kannst. Aber die Laser-Entfernungsgeräte haben doch garantiert rote Punkte. Das stimmt. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich finde das witzig. Wir machen so ein, ich nehme mal so einen und mache so einen Kreis quasi, so dass die dem Kreis folgen. Folgen die dem Kreis? Sind die dumm genug? Nee, die weichen dem Kreis eher aus. Ha, okay. Also die versuchen den nicht anzugreifen. Nee. Das finde ich witzig. Warum sollten sie? Naja, das ist so wie Katzen, weißt du? Was ist mit Katzen? Die versuchen auch den Punkt zu fangen und wenn man die Katzen dann so sehr verarscht hast, die dann gegeneinander springen, dann greifen die sich manchmal an. Das ist witzig.
Deine zwei Erfolge auf Tierführung sagen dir, dass so Katzen und Nagetiere sich ein bisschen unterscheiden in der Hinsicht. Ne? Jäger und Beutetiere. Ratten sind auch Jäger. Ja, aber ne? Gerade 1,5 Meter große Ratten. Aber egal, das scheint, sie haben Angst vor uns, also ist gut, dann gehen wir erstmal weiter. So, ihr geht weiter, habt ihr gesagt. Ja. Sie. Fliegen. Fliegen. Die fliegt voraus, die Drohne, genau. Das habt ihr ganz recht erkannt. Sie. So, jetzt La Paloma, olé. Das Ding ist also das Folgende, und zwar, ihr wisst, an welchem geografischen Ort mit Zielkoordinaten ungefähr das sein muss. Wie ihr da von eurem Einstiegspunkt, der ja in nicht ganz geringer Entfernung lag, da jetzt genau hinkommt, ist so eine Sache. Macht doch mal Navigation. Wer hatte Navigation? Ja, Mann, du bestimmt. Ja, wer hat Navigation? Ich Ich, nicht. na sicher habe ich Navigation. Navigation geht auf was? Int. Habe ich gesagt, ich soll Int steigern? Ich will Int steigern. Tu dir keinen Zwang an, 20 Karma, gerne meiner. Super, das kriege ich sogar noch hin. Achso, nach dem Wurf, also nach dem heutigen Abend, versteht sich. Tja, Och sind wir eine Mann, ganze Weile ich würde unterwegs, dann, sagen, das ist Leute. ätschig. Ah. Ich hab dich angesteckt. Nicht so geizig mit seinem Edge. Ich sehe das nur einfach nicht ein. Na, 2 Erfolge ist schon besser als null. Ja, seid ihr nicht so sonderlich lange unterwegs. Ihr kommt relativ schnell zu eben jenem Orte, der sich also wie folgt darstellt. Da seid immer noch in dem Gang, die Ratten, ich sag mal, chillen noch in eurer Umgebung. So um 8 Meter Abstand wuseln die da rum. Es wären auch nicht weniger, ob es mehr wären. Ich meine, da wuseln ja auch noch normale Ratten mit rum, ist nicht ganz klar. Und dann habt ihr. Ich markiere die alle mal AR-mäßig mit Zahlen. Willst du ihnen nicht Namen geben? Ich finde das total rassistisch. Was hat das mit Ja, Rassismus zu tun? Donatello, Splinter, Michelangelo und so Schon weiter und so besser. fort. Evelyn. Evelyn? Hoffentlich. Agaphon. So, nee, dann ist es also, ihr habt da das Abflussrohr, was das sein muss, wo auch das dran ist, wo ihr hin wollt. Da seht ihr nur eine kreisrunde Öffnung davon, die dann halt ihren Sud in den Hauptgang ergießt, in dem ihr euch befindet, und dann habt ihr oben an der Decke, Kaban, du läufst natürlich die ganze Zeit ziemlich gebückt, das Frischwasser, was da irgendwie auch in die Richtung geht. Die Rohre eigentlich, wo ihr aber ran wollt, die sind zumindest von der Wand getrennt. Vielleicht ist das auch direkt massiv, das ist möglich. Versteht ihr, was ich meine? Nein. Das ist ausgezeichnet, ich versuche das mal aufzumalen. Sehr freundlich, macht das Ganze bestimmt sehr Du viel meinst besser. einfach, du willst es mir schwerer machen, als es notwendig wäre. Ja, aber ich möchte dir gerne noch erklären, wie. Na toll, ich habe nur den Link gehört, quasi, dass ein Link gekommen ist und habe auf Mikropenis geklickt. Toll! Ausgezeichnet. Also, du musst das vorstellen. Ich male. So, pass auf. Das virales Mikromarketing. Du hast diesen wunderschönen Was? Gang. Die Penisse? Ja. Ja, wir müssen da mal ein Wo bisschen ist denn Awareness für machen. jetzt der komische Link zum Dingsbums? Habe ich eigentlich ins CS gepostet? Nö. Ich hab Hast nur. den Mikropenis-Link Ja, gepostet. eben. War das also So. gar nicht mein Fehler, Mann. Doch, es ist dein Fehler. Ach so. So, hier, ne? Das ist der Gang. Querschnitt. Und dann habt ihr. Ich könnte das jetzt drei. Das mache ich nicht Ich sehe noch dreidimensional. nichts. Dafür kann ich Warum nichts. nicht? Da! So. Das Und hätte dann ich gerne habt aber in ihr. 3D jetzt. Ja, und ich hätte gern Spieler, die was können, aber manchmal kriegt man nicht, was man will. Warum ist So. das Wasser durch die Mauer geflossen? Warum ist der Spielleiter so scheiße? Wieso über die Mauer geflossen? Ach so, das meinst du, das versickert, da ist ein kleines Loch drin, da haben die Ah. Kanalarbeiter nicht aufgepasst, aber ihr seid da, um das zu fixen. Nee, Genau. pass auf, Türkis ist, na, ist jetzt egal, ist die Frischwasserleitung, die hier irgendwie so an der Decke lang geht und dann da nach vorne, das ist jetzt dreidimensional, da wo der Pfeil ist, das ist dann quasi die Laufrichtung. Haha, das ist ein Pfeil. Ja, so, schön. Okay, das sollten wir Genau. definitiv mit ins Video Das ist ein reinnehmen. Schlangenpenis. Es ist schön. So. Und das Grüne. Das ist quasi die Perspektivisch Abwasserleitung. zeichnen musst du Sag noch mal, lernen, warst oder? du das Kind, das früher immer die Schatzkarten gezeichnet hat?
Na klar, mit Totenköpfen, was denkst du denn? So, das Grüne, wo das Braune rauskommt, das ist die Schlacke, die sich da schön rausblubbert. Und das sieht Mit drei entweder, das ist. Atü. Bitte was? Mit drei Atü. Ja. So, und da hast du, entweder ist es eine massive Wand oder vielleicht geht's dahinter weiter, was man jetzt nicht so genau weiß. Auf jeden Fall hast du erstmal eine Wand zwischen dem, wo du hin willst und dem, was ist. Das Du sollte jetzt meinst vielleicht noch. also, ich breche mal so ein kleines bisschen von der Wand auf? Prinzipiell ja. Kaban, brech mal ein bisschen von der Wand auf. Ah. Ja, wie ist denn da die Wand beschaffen? Also ist das gemauert oder ist das hier Bestimmt Gusseisern quasi? bröselig. Das ist nicht Gusseisen, das ist auch nicht bröselig, das ist Plastbeton, nehme ich an. Gibt's da irgendwie einen Haltepunkt, so dass man da eventuell reinhebeln könnte? Womit? Mit dem Mit. Vorschlaghammer, der oben im Auto ist. Ja, mit so einem Vorschlaghammer, da, wenn du da eine Weile Arbeit reinsteckst, musst du halt eine Weile Arbeit Du reinstecken. meinst mit dem Zauber, den ich mir gleich besingsten Oh Gott. muss? Genau hier, Dingsbumsformen, Materialformen, hm? Das stellst du dir zu leicht vor. Das ist nicht das Ich bin ja auch nicht Dümmste. der Magier. Ich weiß, dass das nicht das Dümmste ist. Ich weiß aber auch, dass das einen Entzug hat, Gar der nicht so unendlich hoch ist, glaube ich. Force plus 3 Geht doch. Du musst ja gegen nicht was allzu würfel ich viel. da nochmal? Würfelt nicht das Material dann gegen mich? Ah, alles gut. Wie viel willst du denn gern, wie groß soll denn die Fläche sein? Na, erstmal will ich ja nur gucken, was dahinter ist. Also ganz klein. Erstmal nur klein, damit ich sehe, was Gut, da das ist. Material würfelt gegen dich, ja. Und das ist Siehst du? halt schon Plastbeton. Siehst du? Das ist einer der Zauber, die völlig sinnlos sind, weil man sie nie schaffen kann. Das ist Unfug. Also nach normalen Regeln würdest du es mit dem Material nie schaffen. Da kannst du Holz formen, was dir auch selten was bringt. Wenn du eine ganz kleine Fläche hast, ist es halt trotzdem noch eine ganz kleine Fläche. Das geht schon. Da habe ich nicht so viele Würfel. Ich werde es einfach mal probieren. Und ich meine, klar muss das schwierig sein. Immerhin brichst du gerade die Wand dadurch auf, dass du sie verformst und dir daraus noch eine adäquate Trinkschale machst. Oder eine Mausefalle, was auch immer du willst. Und nein, diese Mausefalle wird leider nicht funktionieren. Ich möchte einen Mikropenis daraus basteln. Ich denke, Ausgezeichnet. dafür wird es schon zu viel sein, aber du kannst dir eine kleine Sammlung Mikropeniten machen. Ja. Sehr gut. Ich möchte bitte eine Mikropenissammlung. Kein Problem, los geht's. Eigentlich will ich nur, dass diese scheiße Mauer da weggeht. Ich habe drei Erfolge zum Magier geboren. Oh ja, erst recht, weil die Mauer null Erfolge hat. Ja, das ist das erste. Also, ich habe mit fünf Mache doch Würfeln erstmal deinen Zug. drei Erfolge und Force 2. Das heißt, ich habe zwei Erfolge. Also muss gegen fünf widerstehen. Läuft doch, läuft bei dir. Los, mach das. Schaffst du. Ja, ich habe vier Alle Erfolge. vier. Also, Beschwerst du dich eigentlich? Also, ich werde nur noch zaubern. Ich werde einfach nichts anderes mehr tun. Das kann ich wenigstens. Er hat den Jojo-Haken rausgenommen für die Was Würfel. kommt der Jojo-Effekt? Hier, mach mal Dings. Physical Nebeneffekt quasi, meinst du? Ah, was gibt's denn da? Bei sich formendem, brechendem Material. Formst hier aus der Scheiße auch was? So ein Golgathaler. Oh, Scheiße, Thank you, the geboren. Christmas poo. Nein, der Genau das wird Golgathaler. passieren. We Oh love Mann. him and he loves you. Nicht geboren, in die Welt geschissen. Die Scheißhaufen schauen dich an, Kabern. Genau dich. Sie verfolgen dich wie die Ratten. Bin ich nicht überzeugt. Ich Muss auch ich. Nee. nicht. Es war noch einfach nur witzig. Nee. Warte, 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 warte. Kamans Kopf verformt sich auch nebenbei. What? Nee, keine Angst. Nee, sowas wird nicht passieren. Ach, ich bin ganz unkreativ. Der schmockt sich hier ein. Okay, es verhält sich also so, dass dieses Schmockwasser,
sich erst so Blasen steigen auf und blubber und es Ach sieht aus, so, als ich würde es dachte, kochen. das wollte ich schon nicht machen, weil ich dachte, das ist da normal. Aber es blubbert mehr und dann Okay. schließlich kommt auch so eine Art Hand daraus, die schließlich anfängt, das Material zu formen, wie Ton. Das heißt, es wird anfangen, das nicht mal rauszubrechen, sondern halt wie Ton drauf rumzureiben, bis es schön sämig weich ist. Memo an mich, ich sollte beim nächsten Mal nicht so geizig sein mit den Effekten. An solche Sachen habe ich auch gedacht und sie wieder verworfen, weil ich dachte, dann sagt er, wir werden viel zu viel. Ja, bevor wir jetzt hier nicht weiterkommen, mache ich das. Das ist schon okay. Ist ja keiner da, der gucken kann. Und dann formt es sich. Ich weiß nicht, ob du wirklich diese Mikropenissammlung willst, aber du kannst letztlich damit formen, was du willst. Kannst eine kleine Karban-Statue Mikropen. draus machen. Oh, das ist ja cool. Aus Scheiße? Nein, Nein, aus aus dem dem Stein. Material da. Ich weiß. Ach so. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich weiß. Ich weiß. Eigentlich will ich nur, dass da ein Loch ist. Aber wenn Kaban eine Statue Okay, will, dann nein, kriegt nein, er eine nein, nein, Statue. nein, pass auf, das wird er dir leider nicht sagen. Da du nur wisst, dass da ein Loch ist, wird Folgendes passieren: Die Hand formt selbstständig so eine Art Mandala-Form, indem es das Loch aushebt. Denn du kannst die Künstlerhand nun mal nicht davon abhalten, Kunst zu schaffen, ja. Stories. So, du hast ja jetzt ein Loch drin. Das ist nicht massiv, das ist einfach tatsächlich nur eine Wand, das heißt, dahinter wird es irgendwie weitergehen. Und du kannst da jetzt so minimal durchgucken, was da so geht. Die Drohne wird. Das Force 2, okay. Die Drohne würde sogar durchpassen, um durchzugucken. Dann darf Wann die fliegt Drohne die mal jetzt da durch? durchgucken. Jutti. Also, hier hast du irgendwie, da geht's dann so weiter. Es wird immer schöner, Kinder. So, Genau, und hier ungefähr ist er dann das Acid. Oh Gott, warum so hässlich? Genau. Das heißt, ihr seht jetzt ungefähr, wo euer Ziel ist. Ihr könntet das hier schon machen, das zu verbinden, diese beiden Teile. Also hier so an der Stelle müsstet ihr halt trotzdem durch die Wand. Ja, dann werde ich nie schaffen. Ich sag mal, man müsste sich schon anstrengen, ne? Gut. Sowohl Kannst du nicht wie so ein Arzt bei so einer Mikrooperation mit so Stöcken da arbeiten? So, das Loch, das kleine Loch ist jetzt ja schon da. Wenn du Nein, jetzt so kann kleine ich nicht. Roboterarmchen hast. Roboterarme. So cool. Ich muss auch an dieser Sensoren dran. Wo sind die eigentlich? Ach so, na, die Sensoren, das ist das Material, was selbst sensorisch ist. Es gibt ja auch heute irgendwelche, tatsächlich schon irgendwelche Smart-Materialien, die Risse bemerken. Und das bemerkt nur, da fließt vermutlich einfach ein Strom durch die ganze Hülle. Und wenn er unterbrochen ist, oder wenn er schwächer fließt oder langsamer oder was weiß ich, was Strom halt so macht, wenn er nichts zu tun hat. Ne? Wie soll ich das denn? Also du meinst, ist, wenn ich da irgendwo was noch mit anbringe, das Strom leitet, dann kann ich Pass auf, das. pass auf, pass auf, ich sage dir genau, wie das ist. Es gibt so Material, was weiß ich, wie das funktioniert, was weißt du, wie das funktioniert, du weißt, wie es geht, es ist nur anstrengend. Okay. Also schwierig. Alles klar. Kannst du das rausbrechen? Wie dick ist die Wand? Die Wand ist so dick Ich wie glaube, eine das ist nicht so Bierflasche einfach. breit. Kannst du das rausbrechen? Schätze ich mich so ein, dass ich das kann? Naja, das Loch ist so groß, um deinen Eyeball durchzulassen, und dein Eyeball ist so groß wie ein Augapfel. Das heißt, du müsstest mit deinen Fingern was rausbrechen, und das ist halt immer noch Plastbeton. Okay. Moment. Elementarzauber, ne? Das sind Kampfzauber. Ja. Ich Mit. sehe ungute Sachen auf euch zukommen. Was siehst du? Nee, ist okay. Da musst du aber schon einen Flächenzauber benutzen, weißt du, ne? Sonst macht's ja keinen Spaß. Ja, aber der ist immer noch einfacher als Material zu formen. Ist ja auch weniger effektiv. Ja, aber wenn ich da mit sowas Erdähnlichem dran gehe, könnte ich da doch wahrscheinlich schon Erfolg haben. Wahrscheinlich nicht, es macht nicht genug Schaden. Ja. Na, keine Ahnung, was du dir so vorgenommen hast, wie du so würfeln Ja, willst, aber also wenn du ein paar es Flächenzauber da war nur eine dran patschst. kurze Idee. Nein, wenn du ein paar Flächenzauber dran Dann patschst, bin ich kann das auch tot. funktionieren. Lege ich mich schlafen in der Kanalisation.
Ich finde das voll gut. Die beiden Shadowrunner sind so weit gekommen und stehen vor der Wand. Ja, ohne Sprengstoff. Ja. Wände können halt einfach mal beschissen sein. Ich sollte öfter diese Wände benutzen. Scheiß auf die Drähte. Hebel. Wir brauchen einen Hebel. Damit kann man sogar ein bisschen was rausbrechen. Einen dicken Schraubenschlüssel oder das Brecheisen, das wir brauchen. Und bestimmt auch dabei haben. Ja, ein Brecheisen kommt bestimmt gut. Du hast einen Industriemechanikkasten und du hast verschiedene Werkzeuge, die alle nicht hundertprozentig dafür gemacht sind, aber... Es ist viel zu leise, du musst das ein bisschen lauter machen. Okay, warte. Ja. Sehr schön. Das ist so super. Ja, als sonst hätte ich mir jetzt einen großen Schraubenschlüssel genommen, um das zu machen. Nee, pass auf. Weil ein Brecheisen kann ich nicht improvisieren. Na, du hast verschiedene Werkzeuge, die wie gesagt alle nicht ganz perfekt sind. Das verhält sich jetzt so. Du machst mir einfach mal eine gute alte MacGyver-Probe. Du meinst also Mechanik und ja. Genau. Und je nachdem, wie gut das ist, dementsprechend wird... Willst du Edge benutzen? Ich zauber lieber. Willst du einfach Edge benutzen? Schon wieder? Wieso, du hast doch gar nicht Edge benutzt. Haben wir Edge überhaupt zurückgekriegt? Natürlich habt ihr Edge zurückbekommen. Ach so, warum sagst du das nicht gleich? Ich dachte, das hätte ich gesagt. So. Vier Erfolge. Hast du auch gesagt. War ja plötzlich vier Erfolge. So, also du hast quasi, ich weiß nicht, also man... Ich hab mir das Brecheisen aus der Tasche gezogen. Ich hatte eins dabei, Teleskop. Nein, aber das ist ja jetzt nicht nur ein Brecheisen. Also man, weiß ich nicht, wie nennt man das? The Destroyer. The Smashing Gear. Es ist eine Mischung aus Bohrbrecheisen mit Hammerbohrkopf und eingebauter Flexautomatik. Das Einzige, was nicht dran ist, ist die Monofilament-Kettensäge. Ja? Nee, das ist das Einzige, was nicht drin ist, leider. Ich weiß. Leider. Weil sie ja nie ihr Gerät mitnehmen will. Ja, die wäre ganz cool. Jetzt wäre die echt gut, die scheiß Monofilament-Kettensäge. Ja. Aber du willst sie ja nie mitnehmen. So, Sekunde noch. So, dieses Werkzeug hast du jetzt. Und damit wirst du einfach mit deinem gestierten, gut aussehenden und langsam auch immer mehr durch Schweiß und Fäkalien aufgedunsen und aufgeschwemmten Körper diese Wand einreißen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so sexy gefühlt. Das war ganz schön laut. Also das würdest du auch vorher merken, falls sich das von irgendwas abhalten würde. Hä? Na, wenn er jetzt eine Wand einreißt, ne? Ist das relativ laut? Ich habe gehört, das ist mit Lautstärke verbunden. Nicht, wenn du es rausbrichst. Das ist eigentlich gar nicht so laut. Wenn du dagegen schlägst, dann ja. Wenn du Plastbeton einreißt, ist es trotzdem, auch wenn du es rausbrichst, ne? Das Material stöhnt und ächzt und gähnt ja vorher immer so ein bisschen. Dann brichst du so ein Bröckel raus oder klatscht dann ins Wasser und Jojo kriegt alles in die Haare und kabert ins Gesicht und das ist auch nicht schön und laut. Scheiße war's. Gut, aber dennoch schaffst du es letztlich, dass, übrigens die Teufelsratten verziehen sich jetzt, wer hat das? Schaffst du es irgendwann, diese Wand zu penetrieren. Okay, dann krieche ich hindurch. Ich gucke und krieche hindurch. Sehr gut. Ich mach dir mit meiner Drohne Licht. Auf der anderen Seite. Jutti. Und behalte den Rest des Ganges im Auge. Ich schiebe Wache. Ich ziehe meine Pistole. Cool, ich behalte diesen Gang im Auge. Mach doch mal bitte, Jojo, jetzt noch ein letztes Mal Industriemechanik ohne MacGyver. Und Gaban, mach doch mal Wahrnehmung. Zwei Erfolge. Yay, Wahrnehmungsmonster. Auf Sicht, auf Hören, auf Dummdum. Allgemein. Gaban! Sorry, ich hab aus Versehen ins Word-Dokument geschrieben. Das ist übelst witzig. Das hat bestimmt Jahrhunderte gedauert. Drei Erfolge. Na Juti, was siehst du?
Euch nähert sich ein wirklich außerordentlich schöner Haufen Kacke. Abgesehen davon, man müsste ihn sich ja eigentlich schon rahmen lassen, aber man hat ja leider nie die Zeit als Runner. Außerdem könnt ihr euch aus dem, was euch... Außerdem könnt ihr mit dem, was euch im Gesicht und Haar hängt, auch einiges schon erledigen. Und dann kann man in dem kleinen Gang da, Dings da, wo ihr jetzt halt so seid, wenn ihr noch ein bisschen weiter nach hinten guckt, so ihr hat das ja jetzt schon in der Zeit, in der du dich so ein bisschen umguckst, adäquat gemeistert. Da gibt's noch so ein paar andere Extra-Wasserleitungen, die aus anderen Richtungen kommen, aber auch offenbar zum Acid gehen. Ja, du weißt nicht, die sehen special aus, aber du hast keine Ahnung. Ich werde sie markieren und dann, sobald Jojo wieder rausguckt, ihr das zeigen. Jojo, also das sind halt Special-Leitungen, die besonders klares, reines Wasser, und ich meine nicht Wolvik, durchleiten, was offenbar auch für einen besonders reinen, klaren Zweck benötigt wird. Ich habe den Heiligen Gral gefunden. Du hast den Heiligen Gral gefunden. Zum Glück hat man da noch nicht reingekackt. Okay, und der Heilige Gral war, wär's nochmal genau? Na, diese Leitungen da, die besonders reines und klares Wasser transportieren, das für einen besonders reinen und klaren Zweck benötigt wird. Da sollten wahrscheinlich nie und nimmer da irgendwelche Fäkalien reinkommen. Vermutlich. Also da sollten auch, wenn da Fäkalien reinkommen, wäre das schon mal schlecht, sagst du. Bei so reinen und klaren Leitungen wird natürlich so eine Verschmutzung, wie ihr sie bei der anderen gemacht habt, vermutlich eher auffallen. Allerdings braucht man da auch viel weniger, um den Zweck, der damit vermutlich erfüllt werden soll, zu zerstören. Ne? Weiß schon. So eine Chemieleitung, die irgendwie Special Stuff braucht, die, ne, kannst du auch leichter kaputt machen durch leichtere Sachen. Ihr versteht, was ich meine. Ja. Kaban, ich möchte, dass du da reinscheißt. Das Rohr leider gibt's da keinen Trichter irgendwo. Wie gesagt, das Rohr ist zu. Auch keine Kackmembran. Eine semipermeable Kackmembran. Ja. Okay, ich werde ganz erfreut zu diesen Leitungen hinübergehen und sehen, was ich da tun kann. Ich auch nicht, du bist so clean, die sind zu weit oben. Aber ich brauch dich. Ich heb sie hoch. Hast wieder mal ihren Arsch in mir Sicht, die hätte sich ruhig mal waschen können. So. Ja, nee, macht sie ja nie. Bitch. So, du bist jetzt dran, was willst du machen? Vicky hat gesagt, wir sollen nicht gierig werden. Was könnten das für Leitungen sein? Na, ich dachte, ich habe die ausreichend beschrieben. Es sind Leitungen, die von dem, was man so sich denken könnte, vermutlich, die sind also extrem hochwertig, die sind extrem bruchsicher und so ein Scheiß. Sind ja, ganz leicht mit Pheromonen besprüht, dass keine Ratten rangehen und so. Ist so eine Art Leitung, wo man vielleicht sogar mal einmal im Monat ein paar Naniten durchschleust, damit die alles auch klären, dass das alles in Ordnung ist und sauber machen. Für was das ist, naja, es sieht schon aus, als würde da Wasser durchlaufen, aber es ist auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist aber nicht normal. Das ist nicht das normale Trinkwasser. Das normale Trinkwasser hast du ja gerade schon mit Kacke gefüllt. Verbunden zumindest. Das ist vermutlich auch das, was nicht nur bei den Toiletten rauskommt, sondern auch bei der Bar benutzt wird, weil es ja das gewöhnliche Trinkwasser ist. Ja, mit Trinkwasser kann man auch Eiswürfel machen. Ja. Dann werde ich das zwar im Auge behalten, werde davon ein Bild machen, aber ich glaube, dass es dann zu dingsig ist, daran zu gehen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich glaube, es ist gar nicht so klug, da jetzt ranzugehen. Man hat mir mal gesagt, wir sollen nicht zu gierig werden. Ja, das stimmt, da hast du recht. Behalten wir im Hinterkopf, wir haben jetzt eine Karte, wie wir hier hinkommen, vernünftig. Und ich denke mal, dass die damit schon reicht. Dass die damit eventuell Drogen quasi herstellen. Ja, sowas habe ich auch schon gedacht. Also ich meine, wenn die da besondere Leitung haben, dann werden die da bestimmt irgendwie besonderes reines Wasser oder besonders reinige Chemikalien da durchjagen. Entweder das oder das ist für irgendwelche Pflanzen.
Pflanzen? Oder irgendwie sowas in der Art. Na, irgendwas Produzierendes quasi, weißt du, das halt besonders reines irgendwas Gedönse braucht. Also die meisten Pflanzen sollten sich nicht durch irgendwelche Schwebstoffe im Wasser aufhalten. Eher im Gegenteil. Also gut, spezielle Wassermischungen könnten das schon sein, aber wenn man sich auch zur Not selber da mischen, das ist wahrscheinlich günstiger, als das durch die halbe Stadt zu schicken. Naja, die Leitungen, ihr seht nicht genau, wo die herkommen. Ist mal wieder eine massive. Aber es sieht nicht so aus, als wären die ans normale Klärsystem angeschlossen. Ihr habt auch solche hochwertigen Leitungen bisher noch nicht gesehen, irgendwo sonst, wo ihr so rumgelaufen seid. Also in Bezug auf durch die ganze Stadt schicken. Dann sollten wir das einfach nur, Jojo macht jetzt Bilder quasi davon. Also einfach nur davon, von diesen seltsamen Leitungen, die da hochgehen. Das ist das beste Rohr, was ich seit langem gesehen habe. Nee, aber Leute, die sich auskennen, werden vermutlich schon checken, dass da irgendwas nicht stimmt. Nach dem Peniswitz, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Darum geht's mir nur. Und dann, weiß nicht, also hat sie das jetzt schon alles angeschlossen? Naja, das hast du ja alles vorher gemacht. Okay. Also, dass deswegen ihr hier seid. Ja. Ja. Das ist der braune Pömpel im Bild. Dann würde ich sagen, kann man den noch irgendwie so dingsen, dass der einfach irgendwann abgeht? Nee, du musst ihn ja ziemlich hart befestigen, weil ja Du übelster hast Druck auf recht. dem Rohr ist. Also du Du kannst hast es machen, aber recht. dann merken die auf jeden Fall, dass da übelste Menge Wasser rausplömmt. Ja, okay. Nee, dann lassen wir es so. Ihr wollt Ich die Grube wieder verlassen? entferne erstmal meine Spuren, aber ja. Ja, gut. Ja, selbstverständlich wollen wir die Grube wieder verlassen. Ausgezeichnet. Ihr kommt bis zu eurem Auto. Aber dann. Dam, dam, dam. Er ist auch nicht weiter. Dann fahren wir. Ich hasse dieses scheiß X. Ja, wir fahren. Also ich bin dabei. Wir duschen. Ja. In einer Chemiedusche, sodass wir nachher wieder wie Butter, Nur wie Butterblümchen riechen. um das Ich festzuhalten. möchte wie Sperma riechen. Gemeinsam? Nein. Ja. Hier wird die Oh. Dusche. Als ob du da ein Interesse dran hättest. Service? Guck dir den Karawan an. Das ist ein Jutor. So einen schönen Mikropenis hast du noch nie gesehen. Läuft. So schöne Mikrobrüste hat er noch nie gesehen. Das ist richtig. Gut, nee. Jetzt hast du die ganze Stimmung zerstört. Ich weiß auch nicht. Es ist, nee. Stimmt schon so. Ich würde sagen, wir können hier cutten. Oder hat Was, wir jemand können dringende kacken? Einwände? Ja, wir können Nö. auch noch mal kacken. Wir hatten ja heute 2 Folgen nur Scheiße. Und damit ist das hier, also diese Episode vorbei. Was jetzt nicht drin ist, ist, dass sie zu Boris gehen und ihre Monitors abholen. Ne? Ist, denke ich, nicht ganz so wichtig. Er sagt, ich bin zufrieden und das war sehr geil. Und sie sagen, ja, was die halt so sagen. Ne? Das sind ja Leute, die kennt man ja jetzt, da weiß man Bescheid. Ist jetzt nicht dabei. Sollte alles klar gehen, jetzt, dann wird Folgendes passieren. Es wird jetzt ein. Demnächst, sehr bald, eigentlich in so einem normalen Turnus, wird die Episode 9 starten. Es werden ein paar andere Dinge noch auf diesem Kanal sein. Hoffe ich, wenn das alles gut geht. Unter anderem was nicht mit Rollenspiel zu tun hat als Video. Jedenfalls sieht es erstmal nicht so aus und es wird ganz, ich habe da was im Kopf, es wird ganz furchtbar. Schön.
Nee, also kann man machen. Also ich kann das machen. Ich halt, ne, so weiß Bescheid. Ich weiß auch nicht mehr genau. Sollte nicht alles klar gehen, das sage ich gleich mal von weg. Weil wir gerade ja auch durch unsere eigenen Abgründe warten. Verstehst du? Abgründe und Kloaken, ne? Ich liebe es, Witze zu erklären, fallen die ganz furchtbar an. Also, dann kann es hier zu Verzögerungen kommen. Dann wird das ein bisschen dauern. Da würde ich nochmal was auf WordPress schreiben. WordPress schreiben. Und ja, es wird auch so, es kann sein, dass da so ein paar Dinge passieren. Kann auch sein, dass ich mich bei ein paar Dingen anstelle, wie der allererste Mensch, was nicht so ganz vorteilhaft ist. Ne? Auch für mein soziales Ansehen, was ja generell sehr hoch ist. Nee, so. Also es kann passieren, dass es zu Verzögerungen kommt und so weiter. Das würde ich auf WordPress bekannt geben. Eigentlich sollte alles klar gehen, weil ich eigentlich theoretisch genug Zeit habe. Ja, wie das immer so ist. Ansonsten, um jetzt nicht so viel vorwegzunehmen. Mad in Mad, das ist vermutlich letzte Mal, dass wir sie gehört haben. Schniff! Mit Russian Tango und alle rechtlichen Sachen auf WordPress und unter dem Video und im Video. Von daher, bis zum nächsten Mal.